So, und hallo, herzlich willkommen im LS17 auf meinem Kanal. Heute werden wir vielleicht mit unserem Zuckerrohr Saat vielleicht fertig. In dieser Folge vielleicht auch nicht, ich kann es euch noch nicht so sagen. Ich habe schon mal derweil ein bisschen angefangen, beziehungsweise mein Helfer, dass es mir ein bisschen vorangeht hier. Unser zweiter Helfer tut hier gerade Gras mähen. Ich habe es aber gesehen, dass der langsam tankleer wird. Den müssen wir auch noch auftanken. So, was haben wir noch? Genau, der tut... Er versucht zumindest mal Sojabohnen zu ernten. Ich hoffe, er schafft es auch. Der ist aber auch... So, was macht der? Der macht nichts. Genau, da habe ich ja beim letzten Mal ohne euch schon mal die ganzen Anhänger hier hochgefahren. Da ist einmal Saatgut drin und einmal Dünger. Die mache ich jetzt gerade mal kurz, mache ich gerade mal die Rohre auf. Dass ich da nur noch hinfahre brauche und das einlade. Beziehungsweise die Sämaschine dann auffülle tue. Ich hoffe, euch hatten meine zwei Livestreams am Wochenende gefallen. Der eine ging zwar ein bisschen kürzer, aber ich habe gedacht, ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor es was zu essen gegeben hat. Die habe ich ein bisschen genutzt. Ich hoffe, euch haben die zwei auch gefallen. Und ich sehe gerade, ich stehe mit dem hier verkehrt rum. Mit dem auch. Also heißt es, müsse gerade kurz uns drehen. Einen stellen wir mal dahin. Und den anderen auf die andere Seite. Ich mache das alles mit dem T8 von New Holland. Die Maschine hat 435 PS. Das ist, glaube ich, meine größte Maschine, was ich hier auf dem Hof habe mit der PS-Zahl. Ich glaube, der Fendt 1050 hat nicht so viel PS. So, als nächstes werde ich zu welchem Feld soll ich denn fahren? Das ist eine gute Sache. Wir brauchen Kohle. Was macht eigentlich gerade der Silagepreis? €442 die Tonne. Wir haben noch ein paar Raps haben wir genug. Raps können wir verkaufen. Kaufen, aber da steigt der Preis gerade noch. Aber wir haben nichts mehr Gescheites zu verkaufen, sehe ich gerade. Also was machen wir? Wir tun ein bisschen Bigar schaufeln. Wo ich gerade gucke, ob es für den T8 auch einen Front gibt. T7, T8. Gerade mal kurz gucken. Okay, da gibt es schon mal keinen Front. Ah, ich glaube, nein, nicht verkaufen. Bloß nicht verkaufen. Muss ich gerade mal kurz gucken, ob es... Ah, das gibt's da. Ich habe keinen Traktor, wo man eine Frontlade anbringen kann. Das ist doch zum Mutterkriegen oder zum Kinderkriegen. Ich gucke noch mal ganz in Ruhe. Doch. Ich weiß, was wir nehmen zum Buddeln. Unser Teleskoplader können wir zum Schaufeln benutzen. Den brauchen wir ohne wieso im Moment nicht bei den Kühen. Solange unsere zwei Helfer noch was zu tun haben. Kann es mir recht sein, dann kann ich schon was anderes machen. Jetzt müssen wir aber erstmal Helfer Kuh
abtanken. Beziehungsweise der kann sich ja selbst abtanken. Ich habe ja den Keeper in die Nähe gestellt, aber ich muss trotzdem noch reinsteigen, dass ich den dann abladen kann. Also der Drescher. Aber mit dem fahren wir jetzt erstmal wieder runter zu unserem Bauernhof. Das ist auch mal erledigt, dieses Tier. Ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, wie die Map noch immer heißt. Kannst mal sehen, ich habe hier ein Kurzzeitgedächtnis ohne Ende. Goldcrest Valley, eben fällt es wieder ein. Guck, dauert ein bisschen bei mir, aber mir ist es wieder eingefallen. Also wir spielen auf der Goldcrest Valley. Auf der PlayStation 4. So, die stellen wir mal hier mal kurz ab, die Maschine. Den Traktor, den brauchen wir ja im Moment nicht. Ist auch, den müssen wir auf jeden Fall tanken. Der ist auch zum Abtanken. Okay, doch kein freier Traktor. Also fahren wir gerade den Keeper zum Drescher. Der steht hier nicht so verlassen da. Allein und verlassen. So, jetzt müssen wir uns gerade mal kurz wieder umdrehen. Und unser Dresch abtanken. Ja. Ups, jetzt sind wir kurz hängen geblieben, hat aber keiner gesehen. Der sagt auch gleich, dass er leer ist. Jetzt gucke ich gerade mal, wie oft wir das Feld noch düngen müssen. Okay, habe ich. Ich glaube, ich muss das Pflügen ausmachen, oder? Habe ich es an oder aus? Oh. Da mache ich es nämlich gerade wieder aus, das Pflügen. So. Denn das Pflügen im Let's Play ist blöd. Wunderbar, ist dritte Stufe hier. Jetzt ist er gleich leer. Dann gehen wir ihn mal kurz befüllen. Mensch, bin ich so intelligent, Beutel. Jetzt muss ich tatsächlich das Feld fahren, aber das macht ja nichts aus. Das wächst ja noch nicht, also kann man noch mal kurz drauf fahren. Füllen wir erst ein bisschen Saatgut auf. Wunderbar, scheint nicht ganz voll zu sein, aber ich hoffe, dass es egal ist. Wir müssen noch ein bisschen zurück. Ah, der ist auch schon voll, sehr gut. Aber gerade mal wieder zu der Stelle hin, wo wir aufgehört haben, gerade eben. So. Morale ihre Arbeit gut. Dadurch, dass ich vorhin die Zeit ein bisschen vorgespult habe, muss ich hier noch ein bisschen kurz aufräumen. Wenn er dann auch irgendwas aufnehmen würde, wird's auch gehen. So, jetzt.
So. Da hinten habe ich auch noch was gesehen, was noch weg muss. Ja, Kuh, du mich auch. Sind die Tiere noch alle gut versorgt? Ja, da brauche ich nichts groß zu machen. Wunderbar, 25 Schafe haben wir schon. Jetzt geht's mit dem Ding zur BGA. So, ich muss gerade kurz gucken, wo die BGA nochmal ist. Die ist da oben, okay. Ich bin mit dem Ding noch nie gefahren, muss ich sagen. Aber jetzt kriege ich auch irgendwie gebacke hier. Blöde Zaun hier, also nehmen wir doch kurz die Abkürzung hier. Jetzt kommen wir ja nie an unser Ziel. Stoppschild hier aber auch überfahren, ist ja nicht so schlimm. Genau, die müssen wir jetzt gleich abbiegen hier, die hier, wo jetzt kommt. Das machen wir jetzt auch, guck, traumhaft abgebogen. Wenn ihr euch fragt, warum jetzt Silage verkaufen, obwohl der Preis blöd ist, in dem einfachen Grund, ich brauche Gülle für die Felder zum Düngen und das ist das beste Güllemittel, was es gibt. Zum einen können wir das dann wiederverwenden, zum anderen brauchen wir es jetzt ständig zu lagern, dann haben wir wieder genug, wenn wir die Felder düngen können und es ist sparsamer. Und es kostet nichts. Weil es ja die Gärreste ist von der BGA. Die müsste eigentlich bis oben hin voll sein. Wenn nicht, müssen wir die jetzt voll machen, aber ich glaube, die ist voll. Ja, guck. Bis oben hin. Haben wir den da beim letzten Mal nicht abgedeckt? Ah, ist nur ganz, ganz voll, okay. Ah, da. Da ist das alles. Jetzt habe ich irgendeine Meldung gekriegt, habe sie aber zu spät gesehen. Da ist es nicht, da ist es auch nicht. Okay, komisch. So. Dann fangen wir an zu schippen. So. Auf PC gibt es einen Mod, wo du erst die BGA kaufen musst. Fand ich jetzt persönlich nicht schlecht. Aber mein PC schafft es leider nicht mehr. Dadurch, dass mein Matebot kaputt gegangen ist, habe noch eins gehabt, wo nicht so leistungsstark ist. Aber Hauptsache, ich habe noch einen PC gehabt, wo ich die Videos ein bisschen hier bearbeiten kann. Und jetzt schaufen wir uns reich. Das war Häckselgut. Häckselgut brauchen wir nicht. Das kriegen wir gleich mal auf die Seite hier. Jetzt schaufen wir uns reich.
Wieder ein bisschen Häckselgut dabei. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Silage in der Schaufel. Also ich muss sagen, die PC-Version, die habe viel, viel mehr Mods zur Verfügung als wir Konsolenspiele. Was ich halt persönlich blöd finde. Dass wir nicht so viele Mods haben, aber dafür die PC-Spieler mit dem Spiel. Dabei gibt es so schöne und ganz geile Maps auf dem PC, aber leider können wir die hier nicht bekommen. Ich fand die Hofbergmann nicht schlecht, die Hofbergmann Reloaded. Es war immer eine geile Map, aber leider geht es nicht. Weil da zu viele Skripte verwendet werden. So. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Ich habe keine Uhr gestellt oder sowas. Ich muss es also ein bisschen abschätzen. Ich kriege zwar nicht so viel, aber besser als gar nichts. So, wir baggern uns reich. Kann man glaube ich so sagen. So. Dann ist mein Let's Play jetzt auch schon beendet. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, euer Christoph D86. Bis zum nächsten Mal.